Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet by Danton. Ihr seht schon, die Halloween-Woche hat angebrochen. Diesmal der Albino-Knochenhecht-Geist. Und zwar in Florida. Ich wollte euch ganz gerne zeigen, wo ich ihn fange, mit was für einer Ausrüstung. Ja, so schaut der Fisch aus. Und zwar, so, kommen wir zur Ausrüstung. Die Ausrüstung ist wie folgt: Brutus 330, Punch 6500, Schnurflur 06, Haken 60 und Köder Schweineaugen. Ich probiere gleich meinen anderen Köder während der Vorführung, und zwar den faulen Fisch. Den habe ich bis jetzt noch gar nicht getestet. Schauen wir uns das mal lieber an. So, und zwar Köder habt ihr gesehen, wo man die fängt. Entweder geht ihr auf diesen Spot oder geht ihr auf diesen Spot. Ihr habt es gerade gesehen. Ich zeige es gerne nochmal. Hier hinwerfen, in diesem Bereich. Wir gehen jetzt aber auf diesen Spot und fischen hier mal. Und zwar Richtung Baum, knapp 30 Meter raus, von 21 bis 5 Uhr morgens könnt ihr diesen Fisch befischen, genau. Und die Tiefe von 45 bis 60 würde ich empfehlen. Was noch zu diesem Fisch zu sagen ist, der ist recht zäh, also das bedeutet, dass die Bisse nicht nacheinander kommen, so wie bei den meisten Fischen, sondern es dauert schon ziemlich lange, bis man den nächsten am Haken hat. Und ja, was bedeutet, man sollte hier ziemlich viel Geduld mitbringen, um seinen Erfolg abschließen zu können. Das sind, glaube ich, 10 Fische, die man da braucht, wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, hier an diesem Spot ist das Gute, ihr könnt den wirklich von 30 bis 15 Meter befischen und die Bisse kommen. Wenn nicht sofort, aber sie kommen. Ich habe jetzt nämlich ein kleines Problem. In 5 Minuten wird der Server neu gestartet. Ja, ich hoffe, ich krieg das noch hin. Und wenn nicht, dann schneide ich einfach nur den Drill rein und dann passt das. Ah, wie gesagt, ihr seht schon, das ist wahrscheinlich wieder das Skelett, der da dran ist. Der macht überhaupt keinen Sinn und deswegen auch der 6er Haken, dass wir einfach nur, dass man einfach nur, wie soll ich sagen, weniger Beifang hat. Und dann finde ich zumindest besser. Das Skelett, der kann schon ziemlich nerven. Ja, und da war zum Beispiel ein Albino, aber der Köder war wohl nicht gut genug für ihn. Na komm schon. Tu es. Es tut nicht lange weh. Ich hab irgendwas gehakt und oh mein Gott, das ist ein Riesending. Ah, okay. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Und ja, ich werde euch einfach nur den Drill reinschneiden und ich sage ciao, ciao, viel Spaß beim Fischen. Bis zum nächsten Mal.